Seit Jahren werde ich gefragt, wie man denn diese Tapered Polylines in DaVinci Resolve hinbekommt. Und in DaVinci Resolve, in der Standardversion, gibt es tatsächlich nur das normale Polygon-Tool, was uns diese Funktion nicht bietet. Aber es gibt ein Plugin von jemandem, der das selber geschrieben hat und es mit der Welt geteilt hat, das ich dir jetzt vorstellen werde. Und es kostet nichts, kannst du dir einfach so runterladen. Also, auf geht's. Zuallererst möchtest du den Link anklicken, den ich dir unten in der Beschreibung dagelassen habe, zum WeSuckLess Forum, wo die ganzen Coding-Sachen von Leuten für die Community von DaVinci Resolve und Fusion sind. Und hier hat jemand erstaunliche Arbeit geleistet, aber man muss dazu noch ein bisschen mehr tun, als nur auf Download gehen. Zuallererst lädst du dir hier die ShapeZip runter. Dann entpackst du diese ShapeZip-Datei und bekommst einen Ordner. Und je nachdem, ob du macOS bist, kannst du dann hier deine ShapeLua rausholen oder hier unter Shape dann deine Windows-Shapes. Diese Dateien kopierst du dir mit STRG C. Dann möchtest du nach DaVinci Resolve gehen, damit in Fusion. Und da, wo die Effekt-Library ist, willst du einmal auf Templates gehen und dann hier oben auf Show Folder anklicken. Okay. Jetzt sind wir in den großen Ordner für DaVinci Resolve. Und jetzt möchten wir einmal zu dem DaVinci Resolve Überordner gehen und hier in Fusion rein und hier unter Moduls, Lua, hier einen Ordner anlegen, der Shape heißt und da diese Dateien reinpasten, die du gerade kopiert hast. Aber da es mehrere Ordner für Fusion gibt, solltest du auf jeden Fall nochmal, um sicher zu gehen, das gleiche im Support-Ordner machen. Also Support, Fusion, Modules, Lua, Shape Ordner einfügen und hier das Ganze nochmal reinkopieren. Okay, nachdem wir das haben, möchten wir Folgendes tun. Wir gehen zurück auf die Seite und holen uns die MT Tapered Shape Fuse. Klicken auf Download und wir können das ganz einfach runterladen. Diese Fuse ist ähnlich wie ein Polygon und das müssen wir jetzt noch an den richtigen Ort bringen. Also diese Fuse markiere ich mir mit STRG X und möchte dann zurück in meinen Support-Ordner gehen von DaVinci Resolve. Den findest du natürlich auch, indem du hier wieder die Templates aufmachst und dann auf Show Folder klickst. Und dann möchtest du eins zurück in Fusion gehen und hier wo Fuses ist, da kannst du dir das Ganze einfügen. Also einfach STRG V und dann Datei im Ziel ersetzen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du DaVinci Resolve neu starten. Ganz wichtig, vorher wird dir das Ding nämlich nicht angezeigt. Wenn du mit dieser Prozedur fertig bist, kannst du mit Shift Space einmal nach Tapered suchen und findest hier die Tapered Shape Plus. Kannst sie hier hinzufügen und mal auf einen Viewer ziehen. Die ist by default einfach nur eine Linie zwischen zwei Punkten und du hast hier die Möglichkeit, die Start Width zu beeinflussen und die Smoothness würde ich by default auf 150 stellen, damit es schön smooth ist. Und wenn du jetzt ein Rectangle damit machen willst, dann kannst du hier einfach auf Rectangle stellen und damit hast du ein Rectangle, was halt geslanted ist. Ich möchte allerdings eins dazu sagen. In DaVinci Resolve funktionieren nicht alle Optionen. Wenn ich hier auf Polyline gehe und mir hier versuche eine Polyline zu ziehen, dann zieht er mir nur das erste Segment und wird danach rot, weil es da irgendeinen Error gibt, irgendwas an den Polygon APIs funktioniert in DaVinci Resolve, anders als in der Fusion Standalone, weil in der Fusion Standalone funktioniert es nämlich. In der Fusion Standalone funktioniert das irgendwie super easy, dass das mit den Polygons funktioniert und ich mir so eine Linie ziehen kann. Aber wenn du nur die normale DaVinci Resolve Version hast, kannst du immer noch die Rectangle Option oder die Ellipsen Option nehmen, die beide super geeignet sind für Overlays. Und wie man die animiert, zeige ich dir jetzt. Also, ich habe mein Tapered Rectangle und jetzt möchte ich das Ganze animieren und zwar geht das hier unten über Offset. Und wenn ich damit rechtsklick, draufklicke und dann unter Modify with Anim Curves einstelle, dann kann ich hier auswählen, wie viele Runden das mehr oder weniger durchlaufen soll. Und für mich ist das jetzt hier die falsche Richtung, wie du siehst. Also möchte ich hier bei Scale eine -5 angeben. Und jetzt läuft er über diese gesamte Zeit 5-mal im Kreis. Was ziemlich cool ist. Wenn ich jetzt noch einen Glow da draufhauen will, dann suche ich mir einfach mit Shift Space eine Soft Glow Node und füge die hier dahinter ein.
verbinde das beides, lass mir das anzeigen und damit habe ich einen Glow. Und wenn ich den jetzt noch schnell einfärben will, dann hake ich hier hinten einfach das Process für den grünen und den blauen Channel ab und mein Glow wird rot. Wenn du jetzt natürlich einen blauen haben willst, dann hakst du nur blau an. Wenn du einen türkisen haben willst, dann nimmst du grün und blau. So kannst du dir den stylen. Den Glow Gain möchte ich natürlich erhöhen und die Glow Size auch, damit es schön weich ist. Und das kann ich dann einfach in den Media Out verbinden und mit Transparenz rendern. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann würde ich dir folgendes Video empfehlen, wie du Dinge mit Transparenz änderst. Und wenn du dann noch wissen willst, wie du das in WebM umwandelst, also das, was für Streaming Overlays genutzt wird, dann schau dir dieses Video hier drüben an. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.